Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 9. Januar. Der heutige Geek Talk Daily ist gesponsert bei der Acer Swift Series. Und einen ausführlichen Testbericht zum Acer Swift 7 findet ihr im Blog von Poughkeepsie.ch. Schaut mal vorbei. Ja, heute dabei Google Home, Google News, Google Pay und Apple sogar zweimal. Fangen wir also mit Google an. Also entsprechend, es gibt viele Neuigkeiten zu CES und die habe ich ja wie gesagt rausgestrichen. Aber ein paar allgemeine Neuigkeiten, auch zu Google, die auch drüben in Las Vegas gerade sehr aktiv sind, möchte ich euch nicht verschweigen, denn das Google Home hat sich über 6 Millionen Mal verkauft. Das bedeutet, sie haben es schön gerechnet, pro Sekunde seit dem Launch ist ein Google Home Mini verkauft worden, was ja durchaus erschwinglich ist mit 30 Euro. Also, ja, überraschend? Nee, eigentlich nicht, denn wir hatten ja vor ein paar Wochen auch schon die Information, dass das Amazon Echo Dot, also auch der kleine Amazon Echo, das Produkt der Weihnachtssaison war. Wenn ihr mehr Details haben möchtet, dann lest euch durchaus mal den Link durch, den wir in den Shownotes gepostet haben. Und wie gesagt, wir bleiben bei Google, Google News. Dort sind diverse kleinere Seiten verschwunden. Und das lag an einem Fehler von Google. Es wurde nachgefragt und Google hat gesagt, ja, da war ein kleiner Fehler in Sachen SEO und diverse kleine Seiten sind aus den Google News verschwunden. Und das wird jetzt gefixt und das bedeutet, die jeweiligen Seiten müssen keine neuen Seiten zu Google rüberschieben, sondern Google kümmert sich jetzt selber und das sollte bald behoben sein. Und das dritte Google-Thema heute, Google Pay. Naja, einfach eine Verkündung, dass Google jetzt auch namentlich Google Pay benutzt und damit gegen Apple Pay und Samsung in den Kampf tritt und sich so ein bisschen von der Marke Android löst, denn Android Pay und Google Wallet sind jetzt mehr oder weniger Vergangenheit. Ab jetzt gilt Google Pay und eventuell sind sogar Partner am Start, unter anderem Airbnb. Die anderen wird man in Europa nicht kennen und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und von Google zu Apple, heute ist ja wirklich echt nur Google oder Apple. Und Apple, die treten jetzt der Open Media Alliance bei. Und die Open Media Alliance, die hat sich der Optimierung von Streaming und Herunterladen von Online-Videos verschrieben. Dort sind bereits Amazon, Cisco, Google, Facebook und Microsoft beteiligt, unter anderem, also noch diverse andere. Und Apple mischt nun dort auch mit. Ja, und das letzte News für heute ist einfach die Information, dass Apple diverse Patches veröffentlicht hat für iOS und für macOS im Rahmen des Spectre und Meltdown. Da sind ja diverse Fehler aufgetaucht und diverse Hersteller und auch Apple haben versucht, die zu fixen. Von daher ladet euch durchaus mal die Updates runter, schaut, ob das für eure Geräte relevant ist. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und das war's dann auch für heute. Und mal schauen, morgen packen wir vielleicht auch mal ein paar konkrete CES-News rein, wenn sich so ein bisschen der erste Drang gelegt hat und man wirklich sagen kann, was dort drüben in Las Vegas interessant war, zumindest aus meiner Sicht. Ansonsten kommt gut in den Dienstag. Und ich freue mich auf den morgigen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.